Als sich diese neue Art der Fortbewegung im Juni 2019 auf deutschen Straßen etablierte, da ahnte mancher schon, dass diese Dinger nicht nur ein Fortschritt sein können, sondern auch ein Hindernis. Da sogenannte E-Scooter nicht nur durch die Stadt fahren, sondern dort allzu häufig auch im Weg liegen und ganze Straßen geradezu zumüllen, sorgt das für Ärger. Mit Konsequenzen. Die französische Hauptstadt verbannt die Mietroller ab September komplett von ihren Straßen. Und die deutschen Kommunen wollen zwar so weit nicht gehen, aber auch nicht mehr akzeptieren, dass E-Scooter überall rumliegen. Mittendrin im schönen Stadtbild. Andreas Herz war in Augsburg.